Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Weihnachts-Countdown. Heute am 7. Dezember. Und natürlich, wie jeden Tag, sind wir auch heute wieder in der Welt unterwegs und da sind wir hier. Wie man sehen kann, sieht es hier ziemlich verschneit und kalt aus. Und wenn ich genau weiß, wo das ist, zeigen wir mal ein bisschen anderes Bild. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Und hier ist die Flagge dazu. Wer das nicht kennt, schauen wir bei Google Maps. Und wenn ihr das jetzt so seht, können wir nur sagen, wir sind da genau in Russland. Ja, Leute, auch in Russland wird natürlich Weihnachten gefeiert, wie man hier so sehen kann. Die schmücken natürlich da auch ihre Häuser, Straßen und so weiter. Das Besondere bei denen ist, dass in Russland Weihnachten Ende Dezember anfängt. So, und das geht mit dem Aussuchen des Tannenbaums los. Der wird am 31. Dezember aufgestellt mit Lametta, Papierschlangen, Watte, Lichterketten in Form von Sternen und Glocken geschmückt. Eigentlich ganz klar. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, hä, 31. Dezember, hallo, da ist Weihnachten noch schon lange vorbei. Ja, Leute, das hat einen ganz bestimmten Grund, denn dort herrscht eine etwas andere Zeitrechnung als bei uns. In Russland zählt nämlich der julianische Kalender und bei uns zählt der gregorianische Kalender. Das heißt, da gibt es eine kleine Zeitdifferenz. Das jetzt zu erklären wäre ein bisschen schwierig. Also blende ich euch hier mal die Seite von Wikipedia ein. Da könnt ihr gerne mal nachgucken. Ist ziemlich kompliziert, hat ziemlich viel mit Mathe zu tun. Muss man ein bisschen hin und her rechnen und gucken, warum das so ist. Das Ganze begründet sich jedenfalls auf das Jahr 1582. Und den Rest könnt ihr ja selber nachlesen. Also, wie gesagt, am 31. Dezember wird der Weihnachtsbaum dort aufgestellt und nach dem Festmahl, was so ein bisschen später am Abend ist, wo man so Fleischspieße, süße Torten, Kuchen, Plätzchen isst, also alles Mögliche und dazu entweder einen heißen Tee oder einen kalten Wodka trinkt, kommt Väterchen Frost. Ja, und der kommt nicht mit dem Auto oder mit dem Bus oder so, sondern der kommt mit einem Schlitten, mit einer Troika. Das Ganze sieht so aus, hat vorne drei Pferde, aber alle nebeneinander. Und der kommt nicht alleine, sondern der hat seine Enkelin mit dabei. Die heißt auf gut Deutsch übersetzt Schneeflöckchen. Das Ganze sieht so aus. Und da gibt es dann auch die Geschenke. Heiligabend ist da erst am 6. Januar. Da gehen die Leute dann in die Kirche, und die Gläubigen machen eine Lichterprozession um die Kirche und anschließend wird zusammen gesungen. In Altrussland endet dann auch die 40-tägige Fastenzeit und man isst zusammen mit der Familie an einer fleischlos gedeckten Tafel. Am Morgen des 7. Januars, also am ersten Weihnachtstag, begrüßt man sich mit dem Spruch Frohe christliche Weihnachten und trifft sich mit der Familie, den Paten, zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier. Ja, das war's für heute. Ciao, euer Dirty Harry.